Die Deutsch-Französische Gesellschaft Wettenberg als Partnerschaftsverein, als Verein der guten Erinnerungskultur hat sich im November schlichtweg einfach mal um Troller bemüht und dann erfreulicherweise auch die Nachricht bekommen, ja, Troller geht nach Deutschland, Troller geht wieder auf eine Lesereise. Wir haben uns eingehakt und sind glücklich, dass wir ihn heute hier auf Burg Leiberg haben. Ich erwarte, dass das Publikum meine Lesung mag, meine Bücher mag und nicht nur mich in Erinnerung behält für das Pariser Journal, das nun ein halbes Jahrhundert zurückliegt, sondern auch wegen der Dinge, die ich seitdem gemacht habe und noch immer mache. Das Faszinierende an Georg Stephan Troller in der Gegenwart im Moment für mich ist der Umstand, dass seine Trilogie, die er mit Axel Corti in den 80er Jahren drehte, die auf der Basis seines Drehbuchs entstanden ist, die sein Leben widerspiegelt als Exilant, dass die derzeit in Paris in 4 Kinos läuft, dass sie seit November von mehr als 200.000 Menschen besucht worden ist, dass ein Schwarz-Weiß-Film, ein Remake, 3x2 Stunden so faszinieren kann, so herausfordernd ist und dass man sich mit Troller momentan beschäftigt als dem Exilanten, dem aus Wien stammenden Sohn jüdischer Pelzhändler, der weggegangen ist, der fliehen musste. Heute, 2 Tage vor dem Tag des Auschwitz-Gedenkens, ist er bei uns. Um ein Haar wäre er dort gelandet. Er hat ein Ticket bekommen in die USA. Deshalb ist er hier und deshalb können wir es genießen, dass er der Menschheit so viel gegeben hat. Applaus.